Meine Damen und Herren, wir haben es Ihnen seit Beginn dieser Woche gesagt, wir sind hier die offizielle Optimismus-Show in Sachen Hochwasser. Und wir reden nicht nur, wir spenden auch. Ja. Ich habe schon gespendet. Und wenn Sie es finanziell sich leisten können, spenden Sie auch. Ich glaube, es ist diesmal wirklich für einen guten Zweck. Und ich glaube auch, das Geld kommt wirklich an. Ja, natürlich. Du weißt ja, wie das ist. Du weißt ja, wie es ist. Früher, was habe ich für die armen Neger früher gespendet? Ja? Moment mal. Ruf mal an, der hat Neger gesagt. Der muss weg. Jetzt reicht's. Als ich für die Neger gespendet habe, ja, früher, da hieß es, gib mal für die armen Negerkinder. Hieß es das früher oder nicht? Jetzt kommst du wieder, ja, ich bin noch nicht so alt. Ja, gut. Du kanntest den Begriff Neger nicht mehr. Nein, also das ist aber seit Kant auch selten verwendet worden, oder? Seit wann? Also Kant hat noch Neger gesagt. 1700 irgendwas zum letzten Mal? Ja, wahrscheinlich schon. Neger? Ja, okay. Du kannst bestimmt Beispiele aus deinem Näheren. Er will mich jetzt in so eine Ecke drängen. Nein. Das Kinderlied 10 kleine Negerlein, aber locker. Ja, das ist klar, das habe ich auch gesungen. Okay, ja. Ich habe es auch gesungen, ja. Ja. Du hast nie Negerküsse gesagt? Natürlich, ich habe heute noch Negerküsse. Mohrenköpfe? Hier ist ja noch was anderes, als zu den Menschennegern zu sagen. Entschuldige mal bitte. Es hängt doch nicht an dem Begriff. Für diese Menschen schon. Wenn dir führende... Ja, was denn? Wenn dir führende Schwule des Showbusiness sagen, welche Begriffe, wie du Schwule bezeichnen solltest, ihnen besser gefallen und nicht, dann sollte man das doch akzeptieren, oder? Und genauso ist es natürlich mit unseren afroamerikanischen Freunden. Da sehen wir mal, Amerika höre ich. Ich rede von Afrikanern, er spricht von afroamerikanischen Freunden. Ja? Für die habe ich nie gespendet. Für die Menschen in Afrika. Für die Menschen in Afrika. Für die armen kleinen Kinder in Afrika, als ich selber Kind war, da gab es so im Kindergarten oder dann später auch in der Schule Plastik-Sparbüchsen. Ja? Die waren doch aus Pappe zusammen. Aus Pappe, die hat man so gemacht. Und das erzähle ich nachher, Sie dürfen weinen. Kurz vor Weihnachten habe ich zusammengewasselt, habe mein ganzes Erspartes reingegeben für die armen kleinen Negerkinder. Und Sie ahnen nicht, was mit diesem Geld passiert ist. Kurze Einleitung zu diesem Thema, falls Sie sich zu Hause aufregen wollen. Und ich möchte wissen, wie viel zu Hause jetzt sagen... Der muss weg. Oder wie viel sagen, endlich sag's mal einer. Hast du auch kein afrikanisches Püppchen mehr in der Kirche, die genickt hat, wenn man Geld reingeworfen hat? Nein. Hatten wir noch. Ja, Kaspar Melchior Balthasar, bitte. Ja gut, da ist ja ein Dunkler dabei, klar. Völlig verunsichert. Er ist nicht dunkel, er ist schwarz. Er ist schwarz. Meine liebe, aufgeregten Studienrätinnen, die Sie jetzt bereits zur Frauengruppe rennen. Es gibt auch keine Farbigen. Farbig ist vielleicht Ihr schwarz arbeitender Lebensgefährte, ja, wenn er wieder irgendwo für Kohle auf die Hand Wohnungen streicht. Der ist unter Umständen farbig, wenn er nach Hause kommt. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der farbig ist. Nein, farbig ist ja auch falsch. Das so. Ist auch Quatsch. Und natürlich ist, welcher ist es eigentlich bei Kaspar Melchior und Balthasar? Ich glaube, der Balthasar. Tja. Weißt du es? Welcher ist es denn? Ja, der Balthasar. Ist du? Sicher? Ich glaube schon. Ja, du glaubst es. Mhm. Gut, es ist ja auch eine Sache, die mit dem Glauben zu tun hat. Also, als ich damals für die armen kleinen Kinderlein in Afrika, die auf der Straße schlafen mussten, weil sie keine Mami und keinen Papa hatten und weil der liebe Diktator alles für sich selber behalten hat, gespendet habe, da stellt sich hinterher raus, vieles von dem Geld hat die Kirche gar nicht verlassen, weil es bereits in der Kirche... Ja, wirklich. Oder hohe Verwaltungskosten. Nee, da hat man nicht so... man hat die Menschen nicht belogen, man hat sie recht geklaut. Ach so, gut. Ja. Nächstes heikles Thema. Schmidt behauptet, in Kirchen wird gestohlen. Aber wie? Ich hab's ja selber lange gemacht.
kein Geld, ich habe kein Geld gestohlen, sondern ich habe zum Beispiel verbilligte Ananasbüchsen gestohlen, die ich mit Hilfe der Gemeindeschwester in der Metro geholt habe. Ja. Für die Seniorengruppe, die 4 Wochen Freizeit verbracht hat. Das war also ein aber geldwerter Diebstahl. Absolut. Und zwar folgendes: Ich fuhr mit meinem VW Passat mit der Gemeindeschwester nebendran, knallevoll mit Klopapier, mit Ananasbüchsen, mit Bohnenbüchsen, für 4 Wochen Seniorenfreizeit in meinem Passat. Ja. Ja? Und habe an der Ampel so gebremst, dass erstens die Gemeindeschwester mit den Hacken ihrer Schuhe ins Persil vorne gerutscht ist. Ja? Und außerdem sind Ananasbüchsen unter den Beifahrersitz gerollt, wo sie saß. Und ich habe sie nicht darauf hingewiesen, dass das so war, sondern habe ihr geholfen beim Ausladen und dann zu Hause Ananasbüchsen gehortet. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Nein. Ich mag keine Ananas. Da habe ich sie wieder zurückgebracht. Also hast du doch nichts gestohlen? Ja, doch, eigentlich schon, weil es zählt ja der Wille. Ich wollte die Kirche bestehlen. Okay. Ja. Aber seither, ich habe dann so viel Messen gespielt und so weiter, zu unterbezahlt als Organist. Das ist ein bisschen abgegolten. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Ach so, weil du negerfeindliche Bemerkungen gemacht hast.